Kommt jetzt endlich der Ausbruch aus dieser elendlangen, quälenden Seitwärtsrange beim Leitindex S&P 500? Das ist die große Frage und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was am letzten Handelstag des Monats kommen könnte. Schauen wir uns diese Handelsrange doch mal an, was da der Fall war. Das wollte ich nicht zeigen, sondern das wollte ich zeigen. Hier sehen wir auf der Unterseite beim S&P 500 dreimal einen Boden bei 2820, auf der Oberseite vier Böden sozusagen, vier Deckel, viermal gescheitert bei 2940, also in einer Range von 120 Punkten etwa, 4-5%chen, nicht gerade wenig, aber es ging rauf, runter, runter, rauf in dieser Zone. Jetzt sind wir in Sichtweite dieser 2940er Marke. Verdientermaßen, die Fed hat inzwischen die Zinsen auf Null gesenkt, wie wir wissen. Donald Trump hat den größten Handelsdeal aller Zeiten mit China eingefädelt, sodass das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern sich verdreifacht hat innerhalb weniger Monate. Dementsprechend wäre ein solcher Ausbruch natürlich auch gerechtfertigt. Aber Scherz beiseite, die Lage ist eigentlich eher schlechter als zuletzt, aber es sind immer wieder diese Hoffnungsmotive. Erstes Hoffnungsmotiv gestern nach Aussagen von China eben, es wird schon irgendwie klappen mit dem Handelsdeal, aber wenn heute nichts kommt, heute muss dann irgendwie eine Entscheidung fallen, dass man möglicherweise die Anhebung der Zölle zurücknimmt durch die USA. Sonst wird heute eine Liste veröffentlicht, auf der die Produkte stehen, die betroffen sind von dieser erneuten Anhöhung von 10% auf 15%, die Trump ja per Twitter angekündigt hat. China würde dann Sonntagnacht praktisch unserer Zeit oder Sonntagnachmittag unserer Zeit dann schon die Strafzölle wiederum gegen die USA einführen. Also es ist fundamental nicht so wirklich hübsch. Warum steigen die Aktienmärkte trotzdem? Weil sie sagen, es wird einen positiven Ausgang nehmen. Die Fed, und das ist das zweite Hoffnungsmotiv, wird massiv die Zinsen senken und dann wird ohnehin alles gut. Dann ist diese ganze Rezessionsgefahr, dieses überall rumgejammer über Rezessionen natürlich übertrieben und dann wird alles gut. Schauen wir uns mal die Dinge an, die jetzt über Nacht relevant waren. Wir haben Joshua Wong, den Führer, wenn man so will, der Protestierenden in Hongkong. Der ist festgenommen worden von den chinesischen Behörden, respektive von den Hongkonger Behörden. Das ist natürlich ein ziemlich heftiger Schlag. Für Samstag sind größere Demonstrationen angekündigt, aber verboten worden. Jetzt hat die China Daily gesagt, ja, das chinesische Militär oder das Militär, das in Hongkong in dieser Garnison stationiert ist, das wird nicht tatenlos zuschauen, wenn die Dinge wieder ein bisschen eskalieren. Das heißt, man droht indirekt erneut mit dem chinesischen Militär, dem Einsatz chinesischen Militärs in Hongkong. Also das könnte übers Wochenende eskalieren, zumal ja diese Demonstrationen verboten sind und es wahrscheinlich aber dennoch zu diesen Demonstrationen kommen wird und der Joshua Wong, wie gesagt, verhaftet wurde. Wir haben auf der anderen Seite nachrichtentechnisch hier noch S&P, die Ratingagentur, stuft Argentinien ab, ist jetzt sozusagen Default, Selective Default. Das ist der Triple C, schlechter geht es nicht mehr. Macri und die seinen, die argentinische Regierung hatte kürzlich versucht nochmal die Gläubiger dazu zu bewegen, die Zahlungsfristen zu verlängern. Das war schon ein etwas unwürdiges Schauspiel, was da abgelaufen ist. Die sind am Ende. Es ist auch ein Ruhmesblatt für IWF-Chefin Lagarde, deren Ziehkind Macri ja im Prinzip ist, der argentinische Ministerpräsident. Das mal nur nebenbei. Was wird dir jetzt passieren? Wir haben interessante Entwicklungen. Hier etwa sehen wir, dass die Fed Fund Futures und der S&P relativ parallel laufen. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit abgebildet, die Fed Fund Futures einpreisen für einen 0,5er Zinsschritt. Und wir sehen, je größer die Wahrscheinlichkeit für einen 0,5er Zinsschritt gesehen wird, umso stärker steigt der S&P und umgekehrt. Ich hatte eben vorhin gesagt, Hoffnungsmotiv Fed neben dem Handelskrieg, Hoffnungsmotiv derzeit das dominante Schema und Thema. Wir haben auf der anderen Seite minimale Umsätze. Schauen Sie sich das dann hier im Spider. Gestern 57 Millionen, am Vortag 59 Millionen vor einer Woche, als es saftig nach unten ging, als der S&P 500 2,5% verlor, hatten wir das Dreifache fast. Also wir haben jetzt wieder eine Situation unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein typisches Muster, unter dünnem Volumen geht es rauf, unter größerem Volumen geht es runter. Am Montag ist Labor Day in den USA, Feiertag also. Und normalerweise ist es so, dass erst nach dem Labor Day viele Profis wieder an das Desk zurückkommen und dann ein bisschen mehr Schmackes in der Geschichte ist. Was haben wir noch? Wir haben
hier die Dividendenrendite. Und das ist eben interessant, das ist dieser Kampf Anleihen gegen Aktien. Wir haben jetzt aktuell die Situation, dass die Anleiherendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe mit der S&P-Dividendenrendite ziemlich gleich aufliegt. Das heißt, unter Renditegesichtspunkten macht es keinen Sinn mehr, Anleihen zu kaufen eigentlich. Dafür werfen die zu wenig ab. Jetzt sind wir gestern wieder ein bisschen gestiegen aufgrund des Optimismus in Sachen Handelskrieg bei den Renditen, aber nicht wirklich nachhaltig. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, das ist sie nicht, sondern diese hier, dann sehen wir, dass wir möglicherweise, hier ist abgebildet die Renditeentwicklung der 10-jährigen US-Staatsanleihe, dass wir möglicherweise hier jetzt einen Boden gefunden haben. Wir haben eine positive Divergenz. Manche spricht dafür, zumal der Markt sehr, sehr einseitig positioniert ist, dass die Renditen jetzt bald wieder nach oben gehen. Die Frage für die Aktienmärkte ist, aus welchen Gründen? Aus den Gründen, weil die Fed sagt, nee, mit eurem Zinssenkungszyklus, das werden wir nicht liefern. Wenn die Fed also langsamer die Zinsen senkt, als vom Markt erwartet. Oder kommt etwas Positives, etwa Handelskrieg-Thematik, dass es da eben irgendwie eine überraschende Wendung gibt, man sich plötzlich ganz lieb hat. Genau das ist die entscheidende Frage. Heute Daten, die relevant und wichtig sind. Wir haben EU-Verbraucherpreise um 11 Uhr. Erste Veröffentlichung für August wird also ein Hingucker. Gestern ja Diskussion, Quantitative Easing, ja, nein. Knot sagt nein. Der Holländer Lagarde findet, man sollte alles tun, was irgendwie möglich ist. Und wir haben dann die PCE-Verbraucherpreise aus den USA. Auch die sind sehr wichtig, denn für die Fed relevant. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, Charts von Capital.com. By the way, wir haben jetzt diese intakte Seitwärtsbewegung schon seit dem 5. August im Grunde. Es gab den Abverkauf und dann rauf, runter, runter, rauf in einer definierten Zone. Wird sich das ändern? Das ist die große Frage. Wir haben Le DAX, wenn er denn kommt, der es gestern nicht so schlecht hat, der über die 11.800er Marke gestiegen ist. Wenn er kommt, dann kommt er. Wenn er nicht kommt, kommt er nicht. Probieren wir mal ein neues Laden. Da ist er, 11.870. Der ist sozusagen schon über diesem Punkt, wo es nach unten ging, über dem Punkt, wo der Abverkauf stattfand. Das heißt, der DAX hält sich besser. Quantitative Easing Hoffnungen vielleicht. Wir haben den Euro-Dollar, der weiter absackt. 1,1047. Eigentlich schlecht für die US-Konzerne, wenn Dollarstärke herrscht und dies auf breiter Front. Gestern osteuropäische Währungen, ungarischer Forint, polnische Zlotys unter Druck. Wir sind beim Gold bei 1527 und die Öle, das Crude Oil, das ist bei 56 Dollar und 39 wenig verändert. Also, die Lage ist so, dass charttechnisch ein Ausbruch nach oben über die 2940 wahrscheinlich neue Käufer in den Markt ziehen würde. Dann wäre Luft bis 3000. Wenn wir es aber nicht schaffen, im S&P eben diese magische Marke zu durchbrechen, dann dürften wir die Fahrt wieder Richtung 2820 aufnehmen und erst ein Bruch aus dieser Handelsrange 2820, 2940 dürfte dann wirklich die Entscheidung bringen. Viel Positives ist eingepreist, wir sind längst nicht mehr überverkauft an den Märkten, auch im größeren Zeitfenster, sondern sind überkauft im kurzen Zeitfenster. Aber wer weiß, die Märkte sind ja ziemlich schmerzbefreit, wenn es um bestimmte Dinge geht und vielleicht werden sie uns das heute wieder zeigen und beweisen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Tschüss.